Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns jetzt tatsächlich über ein Jahr mit der Änderung Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht beschäftigt. Und ich sage es, diese Diskussion hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion eigentlich nicht gewollt. Wir haben gute Erfahrungen mit dem jetzt auch noch heute gültigen Gesetz gemacht. Es war zwar schon vorher kompliziert, aber es konnte bei der Vererbung des Familienunternehmens folgendermaßen zusammengefasst werden. Wenn ein Vater oder eine Mutter ein Unternehmen vererbt hat an die Tochter oder den Sohn und er hat das Unternehmen verkauft, er hat es zur Kasse gemacht, dann muss er auch heute schon volle Erbschaftssteuer zahlen, und das ist auch richtig so. Aber wenn der Erbe in das Unternehmen eintritt, in das Risiko geht, die Arbeitsplätze eine Zeit lang erhält und eine Zeit lang das Unternehmen nicht verkauft, dann hat er heute die Möglichkeit, diesen Unternehmensteil erbschaftssteuerfrei in die nächste Generation zu überführen. Das war ein sinnvolles System, und ich glaube, es hat viele, viele tausend Arbeitsplätze gesichert in der Vergangenheit und dazu geführt, dass die ganze Welt auf unsere Unternehmen, die Familienunternehmen, unsere Hidden Champions guckt. Und egal, wo wir sind, wir werden beneidet um diese Strukturen, diese einmaligen Unternehmensstrukturen in den Familienbetrieben. Und deswegen war das bisherige Gesetz kein schlechtes Gesetz. Dann hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2014 ein Urteil gefällt. Und das Positive daran ist, sie haben klargestellt, dass eine Verschonung zu 100% auch heute noch möglich ist. Gleichzeitig haben sie aber auch klargestellt, dass Erben größerer Familienunternehmen zusätzlich noch nachweisen müssen, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass sie die Erbschaftssteuer nicht zahlen können, um auch in Zukunft eine Verschonung zu bekommen. Also mussten wir einen Weg finden, der dem Verfassungsgericht gerecht wurde und aber auch dafür gesorgt hat, dass die einmalige Struktur so erhalten bleibt. Denn wenn Sie in die Krise geschaut haben vor einigen Jahren, welche Unternehmen waren es denn, die die Mitarbeiter behalten haben? Es waren die Familienunternehmen. Da, wo der Sohn oder die Tochter des Unternehmers mit den Mitarbeitern zum Fußball geht, in die Schule geht, wo man sich trifft beim Gesangsverein oder auch beim Einkaufen oder in der Kneipe. Nicht da, wo anonyme Börsenunternehmen, anonyme ausländische Gesellschaften, wo der Eigentümer in Chicago oder New York sitzt. Nicht da wurden die Arbeitsplätze erhalten in der Krise, sondern im Prinzip bei uns. Und wir dürfen es auch nicht zulassen, und das haben wir in diesem Gesetzentwurf getan, dass deutsche Familienunternehmen jetzt einen Wettbewerbsnachteil aufgrund der Erbschaftssteuer zahlen. Wenn DAX-Unternehmen keine Erbschaftssteuer zahlen und ausländische Gesellschaften, die in Deutschland ihre Produkte verkaufen, auch keine Erbschaftssteuer im Fiskus auswerten müssen, aber im internationalen Wettbewerb, und wir merken es ja, welche Konkurrenzsituationen bei Ausschreibungen bestehen, jetzt in Zukunft diese Familienunternehmen sozusagen einen Erbschaftssteuerzuschlag auf ihre Produkte erheben müssten, dann wäre das sicherlich der falsche Weg. Und deswegen haben wir in den letzten eineinhalb Jahren uns von der Maxime leiten lassen bei dem Gesetz. Kein deutsches Unternehmen und kein deutscher Unternehmer darf dieses Land verlassen wegen der Erbschaftssteuer. Und ich glaube, das ist mit diesem Gesetzentwurf auch gelungen. Und Frau, liebe Kollegin Wagenknecht, Sie haben völlig recht. Nicht nur kein deutscher Unternehmer und kein deutsches Unternehmen darf Deutschland verlassen, sondern auch kein Erbe eines Häuschens muss gezwungen werden, aufgrund der Erbschaftssteuer sein Elternhaus zu verlassen. Und Sie haben angeführt, dass dies eine Ungerechtigkeit wäre, weil wenn in München jemand sein Haus vererbt, auch wenn es nicht besonders groß ist, ein Verkehrswert aufgrund der besonderen Lage in München dann praktisch 1 Million Euro wert wäre und dass der Arbeiter oder die Arbeiterin dann 80.000 Euro Erbschaftssteuer aufbringen müsste und dies sich eventuell nicht leisten könnte, im Elternhaus weiterzuleben. Die Wahrheit ist, wir sehen das genauso wie Sie, und deswegen ist dieses Problem längst gelöst. Wir haben im jetzigen Erbschaftssteuerrecht schon klar geregelt, wenn ein Erbe in das Haus seiner Eltern einzieht, das maximal 190 Quadratmeter groß ist, da haben wir wahrscheinlich auf Sie sogar Rücksicht genommen, dass es nicht diese Riesenvillen sind, wenn das Haus maximal 190 Quadratmeter groß ist und er zieht in das Haus ein und bleibt 10 Jahre in dem Haus drin, dann ist völlig egal, wie hoch der Verkehrswert ist, ist völlig egal, wo der Standort ist. Es ist heute schon erbschaftssteuerfrei und ist auch richtig so und bleibt auch so. Ich gebe zu, und das ist vorhin bei den Vorrednern ja angekommen, auch bestätigt worden,
Dass die Verhandlungen in der Großen Koalition zum Erbschafts- und Steuersenkungsrecht nicht besonders einfach werden, ist aufgrund der unterschiedlichen Wahlprogramme vorausgesehen gewesen. Ich hätte mir auch ein etwas einfacheres Erbschaftssteuerrecht vorstellen können, aber jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden, den wir auch nach außen tragen. Und ich darf alle auch beruhigen, es geht nicht nur um Unternehmen und Unternehmer bei diesem Gesetz. Wenn wir in den letzten 1,5 Jahren mit den Betriebsräten, mit den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmern gesprochen haben, dann haben sie uns händeringend gebeten, ein Gesetz zu verabschieden, was es auch in Zukunft für möglich hält, dass die Unternehmen, auch wenn sie groß sind, in Unternehmerhand bleiben, in Familienunternehmerhand bleiben, weil auch Gewerkschaftler, auch die, die gerne demonstrieren, was ein Grundrecht ist in Deutschland und auch erhalten bleibt, wenn diese würden auch gerne dort demonstrieren, wissen, wo ist denn der Eigentümer des Unternehmens, wo kann ich meine Forderung einbringen und wo kann ich meine berechtigten Interessen vorbringen. Auch die machen es lieber beim Unternehmer, der in Deutschland wohnt, als in Chicago oder New York, London, wo sie überhaupt keine Adresse finden. Und deswegen ist es auch ein Gesetz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für den Halt der Arbeitsplätze in Deutschland. Auf diese Strukturen sollen wir stolz sein. Herr Kollege von Stetten, darf der Kollege Gamke eine, dann aber bitte ganz kurz selbstverständlich Frage stellen? Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Zwei Fragen, die ich verbinden muss. Sie sagen, dass Sie das heutige Aufkommen gerade der Familienunternehmen für angemessen erachten und auch bezahlbar erachten. Das liegt, die Kollegin Paus hat darauf hingewiesen, heute bei aktiven Schenkungen unter 1% und im Durchschnitt bei 4%. Sie selber führen aber aus in einer Veröffentlichung, dass Sie eine Flatrate von 12,5% für absolut bezahlbar halten, es als ein Märchen betrachten, dass diese ins Ausland abwandern würden. Stehen Sie nun zu Ihrer Aussage, die Sie öffentlich gemacht haben, oder diese, die Sie heute im Plenum gemacht haben? Zweite, wenn Sie über Bürokratie und Verlässlichkeit sprechen, das, was ich von den Unternehmen höre, ist, und da stehen wir auch dazu, wir brauchen verlässliche Regelungen. Ist Ihnen bewusst, dass die jetzige Regelung aufgrund eines Verfassungsgerichtsurteils bereits der dritte Spruch eines Verfassungsgerichtes zur Erbschaftssteuer ist und dass wir fest davon ausgehen müssen, dass Sie eine Regelung hier vorstellen, die ein viertes Mal vor dem Verfassungsgericht landen wird und damit eben keine Rechtssicherheit und Vertrauen in die Politik schafft? Vielen Dank für die Frage. Und grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, ich bin immer für Steuervereinfachung. Nun, wir waren völlig neu. Und ich bin 13 Jahre hier im Parlament, dass die Grünen auch nur einen einzigen Beitrag bisher zur Steuervereinfachung geleistet haben. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, in den letzten 1,5 Jahren der Diskussion haben wir natürlich alle Möglichkeiten durchgespielt, was es für Möglichkeiten gibt, ein neues Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht zu beschließen. Und wir haben es ja vorhin schon gehört. Sie hätten Möglichkeiten gehabt, um noch Ihre eigenen Gesetzentwürfe einzubringen. Da ist überhaupt nichts gekommen. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, die Diskussionsbeiträge, die ich von der Opposition in den letzten 1,5 Jahren gehört habe zu dem Thema, hätten die Erben und die Arbeitsplätze in Deutschland nicht sicherer gemacht. Ich kann auch nur sagen, wie wichtig die Regierungsbeteiligung der CDU und CSU in dem Zusammenhang noch einmal völlig deutlich geworden ist, was hier passiert ist. Denn ich möchte jetzt nicht aufzählen, was alles aus Ihrer Fraktion an Forderungen gekommen ist. Sie können Also, das ist zwar technisch innovativ, trifft aber leider nicht zu, sodass diejenigen, die es vorgezogen haben, diese Plenarsitzung live und in Farbe zu verfolgen, genauer über die Zeitabläufe informiert sind, als diejenigen, die das auf diesem Wege zugerufen bekommen haben. Bitte schön, Herr Kollege. Und ich hatte gedacht, Herr Präsident, Sie lassen nur noch eine Zwischenfrage zu. Also, um es abschließend zu machen. Ich habe in den Diskussionen schon den Eindruck gehabt, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Opposition überhaupt keinen Einblick haben, wie Entscheidungen in Familienunternehmen getroffen werden, wie Strukturentscheidungen, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden hier in Deutschland. Und da könnten wir Ihre Vorschläge, die Sie jetzt in den letzten Monaten gebracht haben,
aus Seiten der Linken, aber auch Seiten der Grünen, wenn wir diese so umgesetzt hätten, wie Sie sie im Wahlprogramm auch beschrieben haben, mit deutlicher Erhöhung der Erbschaftssteuer, hätte uns in den nächsten 15 Jahren mindestens 3 Millionen Arbeitsplätze gekostet. Das haben wir verhindert und deswegen, Damen und Herren, glaube ich, dass wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind. Ein verlässliches Erbschaftssteuerrecht für die Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind als Erben, aber auch für die Arbeitsplätze, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die lieber bei Familienunternehmen arbeiten, wo übrigens auch ganze Regionen geprägt sind von diesen Familienunternehmen. Wo gehen denn die Mitarbeiter hin, die im Sportverein tätig sind, die im Gesangsverein tätig sind, wenn ein neues Klavier gebraucht wird, wenn Anschaffung im Jugendbereich gemacht werden? Es ist der direkte Zugang zum Unternehmer und die sind auch großzügig in diesen Bereichen. Und diese Strukturen, die weltweit nicht nur geachtet werden, sondern kopiert werden wollen, diese wollen wir nicht zerstören. Und wenn Sie da in den nächsten Jahren sinnvolle Vorschläge von Ihnen haben, dann sind wir da auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Für den Bundesrat erhält nun die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Monika Reinhold, das Wort.